Herzlich willkommen zu Ihrem starken Auftritt. Kommunizieren, präsentieren und überzeugen, wie Sie an Ihrer Wirkung arbeiten und erfolgreich netzwerken. Von und mit Magda Bleckmann, der Expertin für Erfolgsnetzwerke. www.magdableckmann.at, der Podcast für Ihren Erfolg. Sie sind hierbei der Networking-Spezialistin. Sie bekommen viele Tipps und Anregungen, wie Sie locker mit Menschen ins Gespräch kommen und bewusst in Kontakt bleiben und sich überzeugend präsentieren. Schön, dass Sie dabei sind. So, herzlich willkommen heute zum Interview mit Magister Elisabeth Heller. Liz Heller, freue mich, dass du heute dabei bist. Es geht nämlich auch um deinen Vortrag am 10.10.2017 zur Langen Nacht der Inspiration, wo du ja darüber sprechen wirst, spiel nicht mit deinen Werten. Worum wird es denn da genau gehen? Ja, dass wir nach Werten leben sollten, das ist ja schon ein alter Hut, aber mein Thema hat eine neue Dekoration. Also es sind jetzt neue Blumen oder gegebenenfalls Früchte drauf. Ja? Das heißt, ich mache einen alten Hut, der immer Bestand hat, zu etwas Neuem. Wir brauchen Werte in der Gesellschaft, wir brauchen Werte zum Beispiel in Unternehmen. Warum brauchen wir diese Werte? Weil sie uns relativ rasch zeigen, wie wir eine Alleinstellung bekommen, weil unsere Werte oder unsere Wertekombination ist ja einzigartig. Also wenn wir zum Beispiel sagen, für mich ist Respekt und Lachen und Lebensfreude essentiell, dann ist das eine Potpourri an Werten, die vielleicht nicht so schnell jemand anderer hat. Und vorwiegend hinter den Werten stehen ja auch unsere Lebensstories. Also was wir erlebt haben, warum wir Respekt oder warum wir Lachen als wichtigen Wert ansehen. Und dadurch werden wir völlig unverwechselbar. Wir werden wirklich zu einem Alleinstellungsmerkmal. Wir werden zu unserem eigenen Kunstwerk. Und wenn wir es noch schaffen, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden davon zu begeistern, von diesen Werten zu partizipieren, dann schaffen wir hier eine Verbindung, die langfristig und nachhaltig hält. Also Unternehmer und Unternehmerinnen, die werteorientierte Leadership prägen, und dann auch ihren Mitarbeitern und ihren Kunden und auch Lieferanten kommunizieren und das Leben, die haben an und für sich ein stabiles Geschäftsmodell. Und das will ich den Zuschauern am 10.10.2017 mit meinem Vortrag Spiel nicht mit deinen Werten natürlich vermitteln. Das klingt ja schon mal sehr interessant. Und was ist jetzt so der Nutzen, den sich die Leute dann noch mitnehmen werden? Also warum sollen sie sich genau deinen Vortrag anhören? Ja, mein Vortrag ist so watscheneinfach, ja, wenn ich es so österreichisch sage, nämlich viele sagen, okay, geh in Richtung Digitalisierung oder schaff dir ein tolles Netzwerk und dann wissen sie eigentlich nicht, wie sie es machen sollen. Und meins ist ganz praxisnahe aus den vielen Erfahrungen. Ich bin jetzt über 30 Jahre Unternehmerin und ich habe so meine Betriebe aufgebaut, dass ich Werte im Unternehmen installiere und dann auf Knopfdruck, ich sage jetzt einmal, auch mehr Kunden bekomme. Weil es kommen nur mehr die Kunden zu einem, wo diese Werte stimmen. Und nicht mehr die Kunden, wo man sagt, naja, eigentlich möchte ich diesen Kunden nicht unbedingt haben, aber ich brauche jetzt sein Geld etc. Also man zieht die Kunden und die Mitarbeiter an, die zu einem nämlich zu der Wertewelt passen. Und das ist der Nutzen für die Zuhörer und also die Zuschauer und die Gäste am 10.10.2017, weil ich mich da mit so identifizieren und ich glaube, das auch gut rüberbringen. Aber vielleicht noch einen zweiten Aspekt, den möchte ich auch noch bringen. Warum heißt denn das überhaupt, spiel nicht mit deinen Werten? Ja, also ich studiere in Köln auf der Akademie of Cognitive Neuroscience Neurowissenschaften. Das ist eine große Leidenschaft seit vielen Jahren für mich. Und wenn das Hirn ein Nicht hört, dann schaltet es ja im Grunde genommen sofort aus. Das Nicht wird ausgeblendet. Also wenn ich sage, spiel nicht mit deinen Werten, ist die Aufforderung an das Hirn, spiel mit deinen Werten. Ja, und dadurch hast du das Publikum. Und das Spielen mit den eigenen Werten, das ist so, wie gesagt, wenn man hier ein Puzzle setzt und für sich selbst einmal so überlegt, wie passen diese Module zusammen, was passt mit welchem Wert zusammen. Die Stories, die man hat, auf der anderen Seite, die Menschen, die einen umgeben. Und ich bin ein kommunikativer Mensch, ich liebe Kommunikation, aber ich habe für mich persönlich auch entschieden, dass ich mich mit Menschen, die nicht in mein Wertebild passen, in meine Wertewelt passen, dass ich um die einen größeren Bogen mache.
Ja, das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Lieben Dank. Also es geht darum, sich seiner Werte bewusst zu sein und durch das dann auch die Menschen anzuziehen, die zu einem passen. Finde ich sehr spannend, wenn das dann auch von alleine kommt. Bin also da schon sehr, sehr gespannt auf deinen Vortrag. Du machst das ja auch als Unternehmensberaterin und vor allem auch als Steuerberaterin, hast deine eigene große Kanzlei in Wien und hast da so ein paar Steckenpferde entwickelt. Das finde ich klasse, dass man so über den Tellerrand hinausschaut und nicht nur in seinem eigenen Bereich bleibt. Ja. Und so komme ich auch dann gleich zu unserem anderen Thema, das wir schon auch gemeinsam haben, weil ich habe ja auch festgestellt, dass du eine begnadete Netzwerkerin bist. Und das ist ja auch mein Thema. Dazu habe ich auch meinen Podcast für ihren starken Auftritt. Und jetzt hast du zwar das Netzwerken vorher irgendwie angesprochen, aber für mich geht es auch darum, um dich zu fragen, was verstehst du jetzt unter Netzwerken? Was heißt das für dich, wenn man sagt, ich bin ein guter Netzwerker? Also das Erste ist, ich bin nicht begnadet, aber ich bin begeistert. Ich habe das Glück, dass ich in den letzten vielen Jahren mich sehr für andere Menschen interessiert habe. Und ich glaube, das ist das Erste. Wenn man netzwerken möchte, dann braucht man eine große Empathie. Wenn man das nicht hat, wenn einem eigentlich andere Menschen egal sind, dann hat man Probleme, sich zu überwinden. Ja? Und nicht jeder sagt, ich netzwerke gerne oder ich vernetze mich gerne mit anderen Menschen. Das ist Nummer eins. Also der Fokus sollte sein, ich habe ein empathisches Verhalten. Das kann man lernen. Also Empathie ist nicht etwas, was nur naturgegeben ist, auch wenn es in den jungen Jahren der Menschwerdung sich entwickelt. Das, wie gesagt, das weiß ich wieder aus den Neurowissenschaften. Also einige Dinge können wir noch verbessern. Ja? Aber es ist eine absolute Voraussetzung, dass wir mit dem anderen Menschen die Fähigkeit haben, in Verbindung zu gehen und auch gegebenenfalls zu fühlen, was in dem anderen vorgeht. Und deswegen glaube ich, gutes Netzwerken besteht darin, in Verbindung mit jemandem anderen zu gehen. Das heißt nicht die ganze Zeit zu quatschen, sondern im Gegenteil eher auch viel zuzuhören und dem anderen die Möglichkeit geben, sich zu äußern und einfach auch die Bedürfnisse, die Gesprächsbedürfnisse, die man hat, darzulegen. Das ist Nummer eins. Das ist, der zweite Punkt sind die Werte. Und ich habe dann so ein kleines Profil entwickelt, das heißt das Vista-Profil. Und da steht, das ist eine Karte, kann ich also auch gerne auch mal zur Verfügung stellen, liebe Magda. Diese Karte besteht eben aus dem Buchstaben V für Values. Ja, dann I, STA, also Interests und dann Skills und so weiter, um einfach sich mit Menschen zu verbinden und zu wissen, was sind denn so meine Werte, aber auch meine Interessen. Also wenn jemand zum Beispiel gern taucht, ist das ein super Thema, miteinander die Erfahrungen unter Wasser auszutauschen. Also auch dieses Profil, dieses mit den Werten und mit den Interessen ist einmal sehr wichtig. Aber ja, gerne. Also wir werden dieses, wenn du mir da eine Seite schickst mit Vista-Profil oder Value, dann gehen wir das unten dann auch hinein in und bei mir auf die Seite, dass die Leute sich dann auch draufklicken können, wenn sie das dann interessiert, die Zuhörer und Zuschauer, denen wir das ja auf YouTube und als Podcast machen, dass sie da sich dieses Vista-Profil anschauen können. Jetzt würde mich nur interessieren, wir haben Value, wir haben Interest, wir haben Skills, was ist das T und das A? Skills, dann steht das T auch für zum Beispiel Targets, Ziele, die ich habe. Meins oder das heißt, was habe ich eigentlich schon in meinem Leben vorzuweisen? Ja? Mhm. Und dieses Achievement ist beruhigend, wenn man das auch einbringen kann. Weil dann kann ich darauf, ich kann auf einer sicheren Plattform meine Kontakte herstellen. Das heißt nicht, wenn jemand 20 ist noch und glaubt, er hat noch keine Achievements, jeder hat ein Achievement. Zum Beispiel, wenn es ein junger Mensch ist und sagt, ich habe mir vorgenommen, dass ich beispielsweise in die, was weiß ich, auf den Jakobsweg gehe, ja, und macht das, zieht das dann durch oder Bungee-Jumpen gehe oder einen Fallschirmsprung endlich bewerkstelligt habe, auch wenn es ein Tandemsprung ist. Also das sind so diese persönlichen Überwindungen, um zu zeigen, ich lebe nicht einfach nur dahin, sondern ich zeige Profil, ich zeige auch Kanten, auch Widerstände, die man entweder überwunden hat oder die man aufzeigt, wenn man kritisch ist. Das ist nichts. Das ist nichts Schlechtes, im Gegenteil. Das ist etwas, was die Persönlichkeit formt. Ja?
Und das ist also wichtig, dass man das für sich einmal erkennt und für sich aufschreibt, weil es leichter ist, sich zu verankern mit Menschen, die entweder an diesen Stories, die hinter jedem von uns stecken, interessiert sind oder die auch ähnliche Lebenswege gehabt haben. Okay, und mit diesem Vista-Profil, was machst du mit dem? Also wie arbeitest du mit dem? Also zum Beispiel bei einem Meeting, wenn wir eine Veranstaltung haben in Wien, in unseren Veranstaltungsräumlichkeiten, da kann es durchaus sein, dass wir ein sogenanntes Vista-Spiel machen oder wir machen auch Clan-Games. Also wir sind ja sehr stark clan-orientiert, familienorientiert. Und da gibt es eben dieses Vista-Spiel oder es gibt die Clan-Games, um Menschen zusammenzubringen. Und das ist spannend, welche Menschen sich dann eben bei so einem, nennen wir es jetzt mal so einem Event, dann zusammenfinden. Und vorwiegend, es entsteht eine gewisse Dynamik. Ja. Es gibt Menschen, die sind einfach noch nicht so extrovertiert oder noch nicht so geschliffen, wie sie sich anderen Menschen annähern. Also beim Netzwerken haben die einfach Probleme, die stehen da irgendwo im Eck und treffen nur Menschen und setzen sich nur mit Menschen zusammen, die sie schon kennen. Aber Sinn und Zweck des Netzwerkens ist es ja auch, neue Kontakte zu knüpfen. Und mit diesem Vista-Spiel aktiviere ich die Menschen, herumzugehen und zu schauen, ja, wer hat denn zum Beispiel an erster Stelle den Wert Fairness? Oder, war spannend, wir hatten so einen Event, und da ging es also für eine Frau sehr stark um das Thema Religion und Glaube. Ja. Finde ich spannend zu sagen, das ist für mich ein ganz wichtiger Wert. Und dann zu schauen, gibt es da jemanden bei, was weiß ich, 40, 50, 60 Leuten, die anwesend sind, die so in dieser, nennen wir es jetzt nicht Kategorie, aber in dieser Bandbreite auch ihre Werte haben. Das erleichtert es. Das erleichtert es immens, weil man geht nicht hin und sagt, das ist meine Visitenkarte, sondern man versucht sich einzubringen, indem man Interessen, die beide haben, miteinander verbindet. Naja, und das ist ja dann gleich das Thema, mit dem man dann von einem oberflächlichen Smalltalk gleich tiefer gehen kann, weil man gleich eine Gemeinsamkeit hat. Also das ist ein schöner, schneller Weg, um wirklich gut und schnell miteinander ins Gespräch und in Kontakt zu kommen. Das finde ich sehr, sehr schöner Ansatz. Was ist denn so dein bestes Netzwerkerlebnis? Naja, also da gibt es natürlich viele, ja, eine ganze Vielzahl. Aber ich würde noch vorher gerne auf einen kleinen Punkt kommen, der aber wirklich wichtig ist. Die meisten gehen zu Netzwerkveranstaltungen in der Hoffnung, beim anderen beispielsweise ein Geschäft zu bekommen. Und ich vertrete eher das Prinzip, zuerst muss ich etwas geben. Also die Reziprozität soll ich nicht beim anderen einfordern, sondern zuerst einmal bei mir selbst. Also wenn ich bereit bin, jemanden Tipps oder gute Kontakte zu geben, dann tue ich das aus freiem Herzen, weil ich der Meinung bin, das kommt immer zurück. Ja? Also alles, was man jemandem gibt, kommt vielleicht nicht von dem zurück, aber vielleicht von einer dritten Seite. Also deswegen zuerst einmal darüber nachzudenken, was kann ich geben, bevor ich fordere und sage, jetzt gehe ich jetzt schon das dritte Mal zu dieser Netzwerkveranstaltung und ich habe noch immer keinen Auftrag. Ja? Also deswegen zuerst sich überlegen, was kann ich einbringen und dann kommt es automatisch und nicht in die Richtung, das bringt mir alles nichts, weil ich habe ja noch immer keinen Auftrag. Und da sind wir auch sicherlich bei den sogenannten 7 Schritten des Vertrauensaufbaus, der ja für dich eine Selbstverständlichkeit ist. Aber für mich ist es eigentlich immer wieder darauf hinzuweisen, glaubt nicht, dass sofort der Auftrag kommt, manchmal dauert das länger und beim Netzwerken braucht man noch etwas. Das ist auch ein Wert, den man vielleicht sich an die erste Stelle stellen kann, Geduld. Ja, aber du hast mich jetzt noch gefragt zu meinem besten Netzwerkerlebnis. Ja, also ich würde mal sagen, es war ein spannendes Erlebnis. Ich bin aus Amerika gekommen und habe dort die Susan Rowan kennengelernt. Die Susan Rowan war eine der ersten Netzwerkerinnen. Sie hat ein Buch geschrieben, in Deutsch heißt es, sag einfach Hallo, schlechte Übersetzung, im Englischen heißt How to Make a Room. Und die hat so Tipps gehabt, wie man in einen Raum hineinkommt und ihn eigentlich von, ich sage jetzt mal, von der rechten Ecke in die linke Ecke durcharbeitet, ja, und schaut, wie man im Grunde genommen Kontakte knüpft. Und das, was mich damals so beeindruckt hat, war, wie sie gesagt hat, naja, und joggen gehe ich auch, ich nicht unbedingt, aber beim Joggen habe ich auch meine Visitenkarten mit, wenn ich vielleicht jemanden treffe, der an meinen Leistungen interessiert ist. Also das war ein sehr
eindrucksvolles Erlebnis, ist jetzt schon 20 Jahre her. Und voriges Jahr in Phoenix habe ich die Susan Rowan wieder getroffen und wir haben uns an die Zeit erinnert, wo wir einander kennengelernt haben. Und das war natürlich sehr lustig, weil irgendwo so die Bande oder die Verbindungen, wenn die über 20 Jahre gehen oder 18 Jahre, ist es natürlich eine schöne Sache. Ja, aber das heißt, du bist dann einfach mit ihr in Kontakt getreten, oder? Wie hast du das gemacht, dass du mit dieser Bestseller-Autorin, dass du mit ihr in Kontakt gekommen bist? Was war denn da deine Vorgehensweise? Ich bin einfach zu ihr hingegangen und habe gesagt, do you remember me? Ja, irgendwo bin ich ja nicht unbedingt, ich bin ja manchmal ein bunter Hund. Und sie hat sich erinnert, ich habe das vorbereitet. Ich gebe durchaus zu, ich habe gewusst, sie geht nach Phoenix. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe einen kleinen Beitrag auf ihrer Facebook-Seite gepostet. Das heißt, aufgrund dessen hat sie mal gleich so den Klick gehabt, die kenne ich doch. Und ich dann noch in Phoenix auf sie gegangen bin, war natürlich dann diese Verbindung sofort gegeben. Also Vorbereitung ist das halbe Spiel. Ja, das ist das, was ich auch immer sage. Also von nichts kommt halt nichts und überlegen sollte ich mir schon, wie gehe ich auf die Person zu, wenn ich die kennenlernen will, wie mache ich es, welche Fragen kann ich stellen, und das ist natürlich schon perfekt, vorher sich da irgendwie ins Spiel bringen, bei der Person anklingeln sozusagen mit einer Message auf Facebook oder irgendwo anders oder auch vielleicht vorab mit einer Mail, dass die Leute einfach wissen, okay, da kommt vielleicht eine Person auf mich zu, und dann ja, ist es einfach eine ganz gute Vorbereitung. Also ganz, genau. Ganz toll. Das ist schon, finde ich, ein ganz toller Tipp, auch dieser Buchtipp von der Susan Rand, das werden wir vielleicht auch hineinschreiben dann. Wie heißt der Buchtitel noch einmal? Also in Deutsch heißt das Sag einfach Hallo und im Englischen How to Make a Room. Aber sie, glaube ich, hat mindestens 5 oder 6 verschiedene Bücher geschrieben. Okay. Also ich war wirklich so eine Pionierin im Netzwerken. Mhm. 2 Tipps sozusagen, ganz konkrete waren das schon. Hättest du noch so deinen besten Tipp, was du jemand mitgeben kannst zum Thema Netzwerken, Networking, Smalltalk führen? Das Schwierigste ist, sich Namen und Gesichter zu merken. Ja, das ist etwas, was man immer wieder üben muss. Also Gedächtnistraining hinsichtlich Gesichter und den dazu passenden Namen ist einmal eine sinnvolle Investition. Gibt es ja auch sehr viele, die das anbieten. Und das Zweite ist, ich schreibe mir die Stories mit Stichworten zu Personen auf. Oder habe jetzt Urlaub in Sri Lanka vor. Ja, und wenn ich das nächste Mal diesen Kontakt treffe, dann spreche ich ihn natürlich darauf an und sage, wie war es denn in Sri Lanka? War das Wetter heiß? Wo wartet denn Ostküste, Westküste? Habt ihr irgendetwas noch mitgekriegt von damals, vom Tsunami? Also ein bisschen so das Interesse zeigen. Und wenn dieses Interesse echt ist, das ist das einzig wirklich, das ist das Wichtigste. Das Interesse muss echt sein. Deswegen komme ich wieder zur Empathie dazu, nicht? Weil die Empathie ist der Garant, dass es echt ist. Dann ist das für den anderen ein toller Anker. Und dann weiß er, ja, die Liz Heller, die interessiert sich für mich. Hm. Sehr schön. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Gibt es noch was du uns sozusagen mitteilen willst oder was ich vielleicht auch, ich werde auch einen Blog draus machen, weil ich finde es sehr spannend, was du uns alles erzählt hast, was ich hineinnehmen sollte. Du feierst ja demnächst sozusagen mit deiner Firma Geburtstag. Das ist ja auch schon mal ein wichtiger Termin. Ja, also für uns ist feste Feiern, das ist für mich so ein ganz ein wichtiges Ritual in meinen Firmen. Das haben wir immer schon gemacht. Und da noch ein Tipp, wenn Sie vielleicht einmal daran denken, eine Festivität zu machen, machen Sie es, wie wir das vor vielen Jahren schon mal gemacht haben. Wir haben eine We Love You Party gemacht. Und das war wirklich super für die Kunden. Also wir haben die Kunden, aber auch die Lieferanten und unsere Mitarbeiter. Das war für mich die Zielgruppe für diese Veranstaltung. Das ist sehr gut angekommen. Wir haben einen Gospelsänger gehabt. Wir haben, das war irgendwie so ein ganz toller vorweihnachtlicher Event, und die Kunden haben das geschätzt. Und wenn sie das machen, wichtig ist immer darüber nachzudenken, sie machen ein Fest. Das Fest machen sie sicherlich für sich selbst, weil es ist eine wunderbare Erinnerung. Aber das Zweite ist, sie machen auch dieses Fest für das Publikum. Und deswegen am 10.10.2017 gibt es so ein Fest. Ja, und dieses Fest wird sicherlich ganz ein toller Mullatschak und noch dazu mit ganz super tollen, interessanten, spannenden Vorträgen
Vortrag. Ja, da freue ich mich auch schon vor allem auf deinen Vortrag Spiel nicht mit deinen Werten bei der Langen Nacht der Inspiration am 10.10. Danke, dass du noch einmal daran erinnerst. Ein wichtiger Hinweis. Ja, wünsche dir weiterhin viel Spaß und sag ganz, ganz vielen Dank für das tolle, interessante Interview zum Vortrag, aber auch zum Thema Netzwerken. Vielen herzlichen Dank. Es hat mir immer mit dir besonderen Spaß gemacht, liebe Magda. Freut mich. Das war der Podcast zur Steigerung Ihres Erfolgs, persönlich und privat. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, gehen Sie auf www.magdableckmann.at und Sie erhalten das E-Book 33 clevere Networking-Tipps kostenfrei. Haben Sie noch Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie uns eine Mail an office@magdableckmann.at. Haben Sie Interesse an nachhaltigen Seminaren und inspirierenden Vorträgen von Magda Bleckmann? Dann rufen Sie uns einfach an unter 0043 664 825 77 77. Gerne senden wir Ihnen die Ratgeber Das kleine Netzwerk einmal eins und Das kleine Smalltalk einmal eins als signierte Exemplare zu. Haben Sie Interesse an regelmäßigen Umsetzungstipps? Dann tragen Sie sich entweder gleich hier beim Newsletter oder unter www.magdableckmann.at ein. Wir freuen uns auf Sie. Der nächste Podcast erscheint in Kürze. Viel Erfolg beim Networken!